Ja, hallo, Christian Schemmeier, Teamcoach, Teamentwickler. Mache ich jetzt nicht mehr so viel, aber habe ich früher sehr viel gemacht. Nur für diejenigen, die mich da nicht einordnen können. Ich werde noch ein letztes Mal, weil wir das mal angefangen haben, ich bringe auch immer gern Sachen zu Ende, werde ich nochmal über Seven vs. Wild sprechen. Ist ja jetzt die letzte Folge gelaufen. Also insofern, ja, ist vielleicht ein bisschen, ach nee, das war ja schon letzte Woche, ne? Also richtig Spoiler ist, glaube ich, nicht mehr. Die Folgen jetzt seit meinem letzten Video, da ist jetzt im Endeffekt nicht viel passiert, dass ich gedacht hätte, müsste man nochmal was machen, aber ich wollte es einfach nochmal abschließend bewerten und wirklich Kudos, herzlichen Glückwunsch zu der Gruppe, hat einfach fantastisch funktioniert, also es hat tatsächlich nach, wir haben ja diese vier Phasen besprochen da, ne? Norming, Performing, Storming, also nach dieser Storming-Phase, die die hatten, als Stefan da rausgegangen ist, ja, sind die dann ja direkt in diese Performing-Phase gegangen und da eigentlich nie wieder rausgekommen. Also ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, dass die unter solchen Bedingungen, wo so viel gehungert wird und so, ja, man friert und ich weiß nicht, was das da, dass die es wirklich geschafft haben. Also es kommt ja vielleicht jetzt so selbstverständlich vor, aber dass die es geschafft haben, ja, so wenig Konflikte zu haben, das finde ich Wahnsinn. Also richtig, das ist total krass. Also wirklich, kann man überhaupt nichts anderes sagen. Also die haben, jeder hat sich eingebracht. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Survival-Experte, aber was sie gebaut haben, hat funktioniert. Der Shelter, den Joey gebaut hat, hat funktioniert. Der hat sich auch gelohnt, dass sie ihn gebaut haben. Die haben jetzt keinen Wal erschossen da irgendwie, aber sie haben mit dem, was da war, sie haben Wurzeln gekocht, sie haben irgendwie so eine geile Pampe gemacht da von Hagebutten und haben sich da letztlich irgendwie durchgekriegt. Ich war mir auch ein bisschen gewundert, dass sie nicht mehr abgenommen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht, ja, war da doch ein paar Kalorien drin in den Sachen, die sie gegessen haben. Auch so physisch, da Joey nochmal diesen Militärrucksack holen mit zwei Steinen drin. Wahnsinn. Dann noch dieser Abschlussmarsch. Ja, also es war echt nochmal ein cooles Ende, muss ich wirklich sagen. Ja, also insofern, genau wie es eigentlich alles gekommen, wie wir es besprochen haben, das hatte ich auch gesagt, wenn jetzt nicht Leute reinkommen oder rausgehen und nichts total Gravierendes passiert, dann funktionieren Gruppen, wenn sie eben eine Form gefunden haben, mit der sie funktionieren können oder Regeln gefunden haben, mit denen sie funktionieren können. Aber ein paar Sachen müssen wir natürlich noch ansprechen. Einmal ist ja so ein Enthüllungsvideo über Stefan rausgekommen und ich muss schon wirklich sagen, also selbst ich sehe das Ganze noch viel negativer als zu Anfang. Also und zwar ist in diesem Video, ja, werden halt eins und eins zusammengezählt und man stellt dann fest, dass so viele Sachen, die Stefan gesagt hat, nämlich, dass er Parkour-Weltmeister ist, Feuerbohr-Weltmeister, stellt, glaube ich, keiner in Frage, weiß ich nicht, Elite-Soldat in den NATO-Einsatzkräften in Bosnien gekämpft hat oder in Sarajevo und was war noch, und die Eiger Nordwand alleine bestiegen hat. Also ich wusste das gar nicht, das ist alleine schon so crazy, also wirklich sorry, also diese Aufzählung und dann siehst du da jemanden, der nach zweimal mi und nee, jetzt gehe ich aber raus und nee, jetzt seid ihr böse und jetzt mache ich nicht mehr mit. Passt für mich, also habe ich auch schon am Anfang gesagt, passt für mich für irgendjemand, der irgendwie eine Elite-Soldate-Ausbildung hat, die ja gerade darauf beruht. Da gibt es ja, macht es ein anderer aus dieser Szene, macht das ja auch, der macht ja Foltertrainings und ich weiß nicht was, der ja gerade darauf beruht, dass du durch Ungemach gehst. Ne? Das ist für mich überhaupt nicht zusammengepasst, also gar nicht. Und ja, gut, jetzt, man weiß es jetzt nicht, also ich fand dieses Video sehr überzeugend, weil halt, die haben natürlich keine Beweise, dass er gelogen hat, aber es passt halt vorne und hinten nicht zusammen mit den Zeiten. Und dann haben sie mir halt gesagt, naja, also zum Beispiel, wer in dieser Truppe war, der müsste jetzt eigentlich zum Beispiel eine Urkunde haben, dass er in Sarajevo war oder irgendwelche Fotos oder irgendwelche Orden oder Rangabzeichen. Und dann hat er als Beweise, ich meine, das ist schon so weird, wo er sich da rechtfertigt, hat er halt nur vorgelegt ein Foto von seinem Spind in der Grundausbildung. Ein Foto, wo er irgendwo, weiß ich nicht, sieht aus wie Lüneburger Heide, keine Ahnung, irgendwo rumsteht. Foto durch, wo er durch den Schnee stapft und ein Zelt im Schnee und dann noch sind noch die Rangabzeichen auf seiner Uniform sind noch geschwärzt, also das kann man sich echt nicht ausdenken, also das ist wirklich
Also das, ich habe ja alles Verständnis, wenn Leute Schmerzen haben, da rausgehen, Heimweh haben, psychisch nicht zurechtkommen, was weiß ich, aber so dieses, wie es hier aussieht, also zumindest erscheint es mir so, dieses Dampfplaudern und irgendwas labern, was man nicht isst, das hasse ich wie die Pesten, das kann ich gar nicht ab. Und da, deswegen kann ich auch nach wie vor nicht verstehen, warum Jürgen Vogel da, ich weiß nicht, finde, er hat eine 1A Leistung abgeliefert. Es werden natürlich wieder alle, oder alle nicht, aber manche werden es wieder schreiben. Ja, er hat alle manipuliert, 14 Tage lang. Ja, wenn er die aber so manipuliert hat, dass es denen gut geht, dass sie ihn alle cool finden, dass er alle durchgebracht hat, dass er allen geholfen hat, dass er seine Kontenance bewahren hat, kann ich nur sagen, Kudos. Also dann wirklich gruppendienlich manipuliert. Also wirklich. Genau, also insofern der einzige nach wie vor riesengroße Kritikpunkt, den ich habe, aber das geht so an die Produktion. Ich finde dieses Risikolevel für eine Fernsehshow, es ist eine Fernsehshow, ne Leute, es ist eine Fernsehshow. Das ist nicht, dass jemand auf eigene Faust irgendwie die Wüste Sahara irgendwie auf ein Trimmlichtrad durchfährt und dann eigene, also er weiß genau, was auf ihn zukommt. Er hat es selber entschieden. Die können natürlich theoretisch sagen, ja, wir machen das alles nicht, aber du bist ja in so einer, dir wird ja irgendwas vorgesetzt, wo du dann irgendwo auch mehr oder weniger ja, mitmachen musst oder zumindest versuchst. Und mal jetzt von diesem Brand da am Flugzeug mal abgesehen, jetzt auch wieder wie Joey da im Schneegestöber da auf irgendeinen Berg geklettert ist und auch dieser Rückmarsch mit 4 völlig erschöpften Leuten, die 5-mal durch den Fluss müssen und hinfallen und ausrutschen und sich verletzen. Und also sorry, das finde ich für eine Fernsehshow nicht angemessen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn das alles gut gegangen ist. Klar, aber da muss man, also ich hoffe, dass die das machen. Also ich würde es auf jeden Fall machen, wenn ich da im Team gewesen wäre. Klar, man macht auch nicht immer alles richtig, ne? Aber da muss man sich echt zusammensetzen und muss man sich wirklich in die Augen gucken, muss wirklich sagen, sorry, das kann man nicht machen. Wir haben echt verficktes Glück gehabt, dass sich keiner ernsthaft verletzt hat, ne? Muss ich wirklich sagen. Aber ansonsten, coole Short, Spaß gemacht, das zu kommentieren. Was denkt ihr dazu? Wollt ihr sowas öfter sehen, wenn mal sowas in der Richtung ist? Oder irgendwelche Teamanalysen von mir? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.